Er kommt zu Philipp Lerch. Das ist der Mann, der mir gestern was vom Dreispartenhaus erzählt hat. Das wäre eine historische Chance für Bad Godesberg und Bonn. Wollen Sie da vorne? Okay. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn Sie mich fragen, welches der schönste Teil der Stadthalle ist, dann wäre es definitiv dieser Trinkpavillon. Und der sollte, wenn irgend möglich, in egal welcher Variante, die wir in den nächsten Monaten diskutieren, erhalten werden. Und Sie haben den hervorragend belebt und auch gezeigt, was in den Bad Godesbergerinnen und Bad Godesbergern ehrenamtlich steckt. Auch die Rolle und Funktion des Ausschenkens von unserem Wasser ist was ganz Bedeutungsvolles, was in jeder Variante beibehalten werden muss. Das Schönste aber an der Stadthalle ist eigentlich eher ihre Rolle und Funktion für den Stadtbezirk. Und die wollen wir auch unter allen Umständen erhalten. Das muss auch, in welcher Variante auch immer, für den Fall gelten, dass wir hier ein Zwei-Spartenhaus mit Mehrzweckräumlichkeiten errichten. Und das muss genau durchgerechnet werden, aber da müssen tatsächlich Parameter hinzukommen, die wir diskutieren. Unsere Wunschvorstellung, und verstehen Sie das als eine Vision, die wir auch erst prüfen müssen und von der wir auch überzeugt sie erst empfehlen und politisch durchsetzen können, wenn wir wissen, dass das aufgeht. Aber unsere Wunschvorstellung wäre schon, einmal die Vision zu zeichnen, was wäre denn, wenn wir Oper, vielleicht auch eine kleinere Oper und Schauspiel dauerhaft hier in Bad Godesberg erhalten können, wenn wir hier Redoute, kurfürstliche Zeile, der gesamte kulturelle Hintergrund bis hin zu diesem Haus, zum kleinen Theater, zu Redoute als der Ort, wo Beethoven für Haydn gespielt hat, das Profil, der kulturelle Hintergrund Godesbergs gestärkt würde. Das wollen wir miteinander überlegen. Ich glaube nicht, dass man mit Visionen zum Arzt sollte. Ich glaube, dass selbst Helmut Schmidt Visionen hatte, denn sonst kann man in der Politik gar nicht viel bewegen. Und wir müssen das und wollen das gemeinsam denken. Wir machen dazu einen Dialog, wie Sie wissen, auf dem Theaterplatz. Wir sind an vielen Samstagen für Sie ansprechbar und wollen gemeinsam mit Ihnen überlegen, was ist das Beste für Bonn und Bad Godesberg. Ja, vor dem Hintergrund der Finanzen, denn eine Sanierung aller im Rede stehenden Gebäude würde weit über 200 Millionen kosten. Wir reden hier im weitesten ja von Instandsetzungen. Und deshalb müssen wir diese Grundlage miteinander prüfen. Und der Worst Case ist eben auch, dass wir unser Schauspiel verlieren könnten. Und deshalb müssen wir miteinander diskutieren, wie es gelingt, hier am Standort Zukunft zu schaffen. Und ein Entwurf für die Zukunft, Perspektive für Bad Godesberg, sollte und muss die Kultur sein. Letzter Punkt, was meinen wir mit Erhalten der Rolle und Funktion der Stadthalle? Nicht jede große Tagung wird möglich sein in so einem neuen Gebäude. Aber mit einer integrierten Gastronomie, die auch Mensa wäre für die vielen hundert Bediensteten einer Oper und eines Schauspiels, ein neuer Begegnungsort von Hochkultur und Alltagskultur, von Brauchtum, Vereinen und sogenannten Eliten in einem Haus, das Belebung den ganzen Tag schaffen kann, das hier immer geöffnet ist, das vormittags, nachmittags, abends Programm bietet, kann auch eine Chance sein. Dennoch, wir haben Planungsmittel für die Stadthalle eingesetzt, weil wir uns eine Sanierung sehr gut vorstellen können. Und das ist natürlich auch zu diskutieren, denn unsere Stadthalle hat weiterhin eine wichtige Funktion für Bad Godesberg und auch für Bonn.